Migräne ist mehr als nur Kopfschmerzen. Natürlich sind die Schmerzen ein sehr deutliches Merkmal der Krankheit. Doch ein Migräneanfall wird meist auch noch von anderen Symptomen begleitet oder kann sich durch verschiedene Anzeichen ankündigen. Zur Behandlung stehen Medikamente wie Schmerzmittel und Triptane zur Verfügung, die möglichst zu Beginn einer Attacke eingenommen werden sollten, weshalb es wichtig ist, diese frühzeitig zu erkennen. Erstens: einseitige Kopfschmerzen. Migräne-Kopfschmerzen treten meist nur einseitig auf und fühlen sich stechend, bohrend, pochend, krampfartig oder pulsierend an. Zweitens: Lichtempfindlichkeit. Circa 80% der Migräne-Betroffenen leiden während oder auch schon vor einer Attacke an Lichtempfindlichkeit. Drittens: Übelkeit und Erbrechen. Circa 80% der Menschen mit Migräne leiden während einer Attacke zudem an Übelkeit. Bei 40-50% führen diese wiederum zum Erbrechen. Viertens: Sehstörungen. Einige Menschen erleben vor Einsätzen der Migräne eine sogenannte Aura. Dazu gehören neurologische Symptome wie Schwindel oder das Sehen von gezackten Linien und Lichtblitzen. In der Regel dauert eine Aura etwa 20 bis 30 Minuten. Fünftens: Müdigkeit. Die erste Phase einer Migräneattacke beginnt meist mit Müdigkeit und Erschöpfung. Diese Symptome können einige Stunden bis Tage vor dem Migräneanfall auftreten. Auch nach der Kopfschmerzphase haben viele Betroffene mit Müdigkeit zu kämpfen.